Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie Sie den Text Verknüpfung in einer Verknüpfung, die Sie gerade erstellt haben, entfernen können. Hier ganz kurz vorher gezeigt. Ich habe ja eine x-beliebige Datei und ich werde eine Verknüpfung von dieser Datei erstellen. Okay, wir haben den Dateinamen und dann Strich Verknüpfung. Den können wir entfernen. Dazu erstmal RecEdit aufrufen. RecEdit.exe. Ein eventueller Benutzerkonten-Steuerungsdialog wird einfach bestätigt. So, hier suchen wir jetzt nach Haki Current User Software Microsoft Windows Current Version Explorer. Und jetzt haben wir hier einen Eintrag namens Link. So, um auf Nummer sicher zu gehen, für den Fall der Fälle, dass Sie das wieder rückgängig machen wollen, einfach den Link anwählen und hier exportieren lege ich jetzt hier einfach mal auf den Desktop. Ich nenne das hier einfach 123. So, dann haben wir den Link nämlich hier wieder drin. Und für den Fall der Fälle, dass wir das rückgängig machen wollen, einfach doppelklicken. Ansonsten, um das Ganze, um die Änderung durchzuführen, doppelklick auf den Link und aus der 15 hier vorne beziehungsweise aus Ihrem Wert, dann machen wir einfach einen 00, was wir am Ende nur noch viermal eine doppel Doppelnull haben. Das können wir dann am Ende hier alles schließen? Im nächsten Schritt müssen wir dafür sorgen, dass die Registry, die wir gerade geändert haben, neu eingelesen wird. Das können wir über mehrere Möglichkeiten durchführen. Einmal Rechner komplett neu starten, ebenfalls komplett ausloggen und wieder einloggen. Das geht auch oder so wie ich das jetzt hier mache. Ich starte noch mal gerade ganz kurz den Task Manager, und dann gehe ich auf mein Startmenü, drücke Umschalt und Steuerung gleichzeitig, dann rechte Maustaste, dann bekomme ich nämlich hier im Kontextmenü die Option Explorer beenden, wird er also beendet und dann habe ich nämlich jetzt hier mit dem Taskmanager über Datei neuer Task die Möglichkeit Explorer wieder aufzurufen. Ja, dann kommt hier nämlich auch wieder mein Explorer, dann können wir den hier schließen. So, gehen wir nochmal in unser Download-Verzeichnis, rechte Maustaste, Verknüpfung erstellen und jetzt habe ich nur noch eine Verknüpfung, die im Grunde genauso heißt wie das Original, unterscheidet sich jetzt nur noch durch diesen Pfeil, den Verknüpfungspfeil. Ist also ganz einfach. Und wie gesagt, für den Fall der Fälle, dass Sie das wieder rückgängig machen wollen, einfach Ihre REC-Datei wieder importieren. Okay.